Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Avorion. Ja, letztes Mal hatten wir hier in den Gemüse wollten die haben. Das ist jetzt beim Spielstand natürlich Laden weg. Jetzt haben wir hier noch eine Aufgabe. Dann gucken wir doch mal schnell da rein, was die am schwarzen Brett wollen. Antriebsaggregate wollen die. Okay, alles klar. Das ist jetzt nicht interessant. Wir wollten aber im Endeffekt gucken, dass wir Ware loswerden. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir angedockt sind, beziehungsweise kaufen. Also fliegen wir mal näher und gucken, dass wir das kriegen. Dockingport anfliegen. Okay. Ein bisschen näher noch. So, dann sind wir da. Und können F drücken und dann kann man gucken, dass wir da erstmal Handel treiben. Ausrüstung handeln und Bergbausystem, ein Scanner, Geschützkontrollsystem, Quantum 1. Ja, wir haben letztes Mal hier noch dieses Handelssystem gehabt, ne? Es ist nicht mehr da, leider. Weil da war mein Gedanke, das hätten wir kaufen können und dann bei der Forschung irgendwann mehrere Teile in die Forschungskammer packen, um dann was Besseres rauszukriegen. Naja, jetzt ist das leider nicht so. Okay. Bergbausystem aus Naonit. Markiert in der Nähe von. Ja, das ist alles gut. Die sehen wir auch so. Upgrade-Scanner. Scanner-Reichweite 58. Was haben wir denn hier? Wie war eigentlich das Grüne ungewöhnlich selten? Ich weiß gar nicht mehr die Dingens hier. Das ist natürlich exotisch. Das ist das Beste sozusagen. Ne? Da hast du einen tollen Jäger. Aber den müsste man erstmal in einen Hangar kriegen, den wir gar nicht dabei haben. Also noch nicht angebaut. Den kennen wir schon. Exotisch, selten, ungewöhnlich. Torpedos, ne? Haben wir gerade auch nicht so wirklich was mit am Hut. Ich denke, wir gehen erstmal hier verkaufen. Das wäre vielleicht sinniger. Ich glaube, den können wir loswerden. Weiß gar nicht, was wir montiert haben. Das ist das nächste, ne? Wird das Montierte hier angezeigt? Ist auch so eine Frage, ne? Den weg, den weg. Quantum Hyperraum Upgrade. Sprungreichweite plus 1. Ich glaube nicht, dass wir den haben. Batterie Upgrade nehmen wir auch nicht. Den C43 haben wir auf jeden Fall und nutzen den auch. Generator Upgrade. Den sollten wir vielleicht besser behalten. Und jetzt die Frage, wer wrackt hier was ab? Radar-Upgrade. Vielleicht behalten wir es. Energie zu Schildkonverter können wir verkaufen. Nutze ich in der Regel sowieso nicht. Jetzt haben wir hier einen Schildbooster. Ja, ich glaube, wir müssen erst einmal in unsere Maschinerie gucken. Geht aber wahrscheinlich gar nicht so, sondern nur über diesen Weg. Ja, das ist ein Quantum 3 Hyperraum-Upgrade, Batterie-Upgrade und Handelssystem. Und das Batterie-Upgrade haben wir also alles das, was wir wollten, schon hier passen, ne? Generator-Upgrade ist natürlich vielleicht auch nicht schlecht, ne? Aber wir fliegen ja momentan gut durch die Gegend, ne? Ach, guck mal, hier oben ist noch ein Platz frei. Kann man den da reinstellen? Sieht so aus, ne? Radar-Upgrade. Den nutzen wir gar nicht hier, ne, oder? Okay. Da müssen wir mal gucken, was wir daraus machen. Geschützkontrollsystem plus 3. Haben wir gar nicht drin, ne?
Das lassen wir mal dabei. Schildwiderstandskraft plus, das ist plus 5. Warte mal, dann können wir das Dreiergeschützsystem definitiv erstmal verkaufen. Nochmal hier rein. Ausrüstung handeln und das sind alles Sachen, die dann montiert sind, ne? So, und das können wir noch verkaufen. Gut. Obwohl, das kann nicht alles montiert sein. Das kann nicht alles montiert sein. Doppelkanonengeschützturm, Doppeltitanabwrackgeschützturm und Kanonenbergbaugeschützturm haben wir da drin. Doppelkanonengeschützturm. Der wird hier gar nicht aufgeführt. Kommt mir vor, als ob wir das alles... wir sind hier. Da ist er doch, der ist aufgeführt. Und die anderen, da sind einige dann über. Schaden. Ich glaube, wir haben von jedem nur einen dran, ne? Doppelmaschinengeschützturm hier. Und der Rest, der ist gar nicht montiert. Jetzt ist die Frage, was montiert ist, ne? So, das ist Doppelkanonengeschützturm, Doppeltierabwracker. Noch nicht Bergbaugeschützturm. Bergbaugeschützturm selten. Aus dem Baumodus raus. Da rein. Verkaufen. Und das Blau ist gar nicht da von den Geschützen. Also wird es auch gar nicht. Ja, da müssen wir dann nochmal genau überlegen, was wir hier machen jetzt. Doppelnaunit, warte mal, der kann, macht 30,8 Schaden, der macht 32, dann verkaufen wir den mal. Reparaturgeschützturm, sehr interessant. Sollten wir nochmal genau überlegen, was wir mit dem machen. Titanbergbau, 3,9. Naunitbergbau, 6, das heißt, der kann auch weg. Der ist natürlich außergewöhnlich. Macht Schaden auch an Schilden. Abwracker ist nur noch der jetzt da, oder wie sehe ich das? Lasergeschützturm. Diese Gravitationsgeschütztürme sagen mir nicht so wirklich was. Der ist auch relativ günstig. Kommt erstmal weg. Ich glaube, den mache ich auch weg. Doppelkanonengeschützturm 20,6. Bergbauer brauchen wir. Abwrackbergbau, Doppelkanonengeschützturm lassen wir. Und den weiß ich nicht, wofür der gut ist. Der repariert dann unser Schiff oder was? Ich glaube, das können wir aber erstmal so lassen. Jetzt haben wir was durch. Konnte man alles kaufen wieder? Sieht so aus. Okay, dann haben wir das erst erledigt. Ach so, wir können einmal nochmal reingucken, ob was Brauchbares dabei ist, was interessant sein könnte, ne? So, Torpedos sind hier. Das ist der Satellit. Das ist die Jägergeschichte. Das ist der Doppel-Tesla-Geschützturm. Unabhängiges Zielen, aber weniger Schaden. Der ist eigentlich schon sehr interessant, ne?
Was haben wir hier in der ersten Position? Ah, das sind die Systeme, wo man was mit abbauen kann und so. Sprungreichweite plus 2. Nee, da ist jetzt nichts. Jetzt ist nur die Frage, ob wir den vielleicht noch kaufen wollten, wenn, weil der einen guten Schaden hat. Aber da sammeln wir ja immer, ne? Deswegen machen wir das mit dem Sammeln, macht mehr Sinn. So, jetzt ist dann zu überlegen, erstmal von dieser Station weg. Einmal in den Sektor geguckt, was noch für Aufgaben da sind. Das Habitat hat jetzt dann doch was dran. Hier sind ganz viele Sachen da unten noch mehr. Okay. Die wollen jetzt Luxus essen. Haben wir nicht. Das Rauscrollen ist ein bisschen doof, dass man das immer machen muss jetzt. Das ist die Schiffswerft. Schwarzes Brett bei der Schiffswerft. Plastik. Ich bin jetzt echt am Überlegen, dass wir das so machen. Reparaturdock. Antriebsaggregate. Da ist noch ein Handel. Ist das der Handelsposten, der das auf uns hat? Ne, das ist hier. Oh. Jetzt nix, wir klappern da durch. Bis der da aktiv ist. Das ist einfach mit der G-Taste zu drücken. Denkst du, ne? Jetzt ist wirklich. Hatten wir schon. Da ist er. Munitionsfabrik war das. Und die wollen Aluminium und Munition. Okay. Da ist das. War das jetzt ein weiteres Habitat? Oder weiß ich nicht, wo wir rein. Das ist ein Luxusessen. Dann wird es nicht das weitere sein, oder? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das sind 1, 2, 3, 4, die wir jetzt hier auf der Liste haben. 1, 2, 3, 4, das sind aber mehr. Liegt einfach daran, dass da noch was ist. Das ist im Asteroidengürtel, findest du nicht. Da waren wir gerade, weil wir da abgeliefert haben. Und hier hinten haben wir noch einen Kabelhersteller, der was möchte. Der möchte Kabel haben. Und den haben wir schon. Da hinten ist aber noch. Das ist der Kabelhersteller, okay. Das ist das Ausrüstungsdock, das ist das Habitat. Haben wir das hier gehabt? Die Militärstation, weiß ich nicht. Gucken wir nochmal rein. Ne, die hatten wir nicht. Körperpanzerung wollen die haben. 66, da gibt's richtig Asche für, aber das können wir dann nicht bezahlen, das bringt also nichts. Gut, damit ist das erledigt, dann können wir erstmal durch ein Tor springen, was Richtung Westen geht, würde ich sagen. Da ist ein Tor. Und das ist das West-Nord-West-Tor, das ist also das Richtige. Davor sind irgendwelche Asteroiden, müssen wir also einen Tacken aufpassen. Dass wir nirgendwo gegenfliegen. So. Hier so lang. Sieht gut aus, ne? Ich glaube, jetzt kommen wir unbeschadet ins Tor. So, einmal schwuppdiwupp da rein. Und nächster Sektor. So. Da gibt's eine Tierfarm, eine Schafsranch ist das. Die wollen was? 100 Sauerstoff oder Schafe? Ja. Da ist das nächste Tor in einem gelben Sektor. Ja, nützt nix. Wir machen mal die Übersichtskarte.
haben wir hier unten noch was. Ölraffinerie. Wäre natürlich hier dann auch wieder das mit dem Öl, wenn wir eine Ölmine bauen, die wir ja finanziell vielleicht uns leisten können, wenn wir das alles verkauft haben. Dann könnten wir gucken, dass wir da liefern, ne? Die wollen Rohöl. Ja, was machen wir jetzt? Dahin fliegen? Das Nordwesttor. Also mit dem haben wir noch nicht so einen tollen Handel wohl. Den müssen wir noch verbessern, deswegen sind die gelb, ne? Die sind uns nicht richtig wohlgesonnen, oder wie soll man das sagen? Da fliegen wir erstmal hin und dann ist gut. Einmal Sektor wechseln, ne? Aber was wir nicht gemacht haben, ist mal hier noch geguckt, ob es hier irgendwas gibt. So an Asteroiden oder sowas, ne? Aber ist hier auch gar nichts. Okay. Dann können wir das wohl lassen und einfach da durchs Tor fliegen und gucken, was danach kommt. Einmal hinein. Und schauen, was da ist. Aha. Plasmazellenfabrik. Schwarzes Brett. Die wollen Plasmazellen und Helium. Also wollen nicht, sondern dass wir das wegbringen. Computerkomponentenfabrik. Das war jetzt gerade knapp daneben und auch vorbei. Das ist schwarz. 150 Microchips oder Mikrochips. Da sind Tore, wo es weitergeht. Ein Glashersteller ist hier noch. Einmal hier rein. Einmal gucken. Den Computer hatten wir. Plasma hatten wir. Hier unten ist noch eine Brauerei. Das ist ja cool. Aber die will bestimmt keine Antriebsaggregate oder Antigrafeinheiten. Die will Wasser. Hopfen, Malz und Wasser. Oder was war das? Das ist die Brauerei. Und da unten ist die Mine. Die wäre jetzt vielleicht interessant noch. Schwarzes Brett. Aber die wollen Arzneiwaren. Da hatte ich gedacht, dass wir da Glück hätten. So, Computer, ist klar. Dann nochmal die Übersichtskarte einmal rausscrollen. Das ist raus. Jetzt wäre noch zwei Asteroidenhaufen sind da. Gibt es hier irgendwo einen dicken Planeten? Einen Planeten, dicken Asteroiden noch? Ich glaube nicht. Das ist keiner hier. Und hier rechts waren noch welche. Und ich die dann... Ne, oder? Ne, das ist das Feld von dem da. Wer ist das hier? Glashersteller hat da irgendein Feld. Ja, okay. Man müsste jetzt hier irgendwie Handel betreiben wahrscheinlich. Um dass die sich freuen, ne? Und welchen Handel gibt's hier? Edelstahlmine, Computer. Okay, da könnte man etwas machen. 180 gewinnen. 100. 60. Man könnte das Gold also zu Computerkomponenten bringen. Dadurch die Fraktion... komme jetzt nicht drauf, wie es heißt. Auf jeden Fall die Stellung zur Fraktion verbessern. Ja. Weiß ich nicht, ob wir das machen. Ich denke mal, wir machen erstmal hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.